Mir ist der Gedanke gekommen, doch noch eine zweite Andacht sozusagen, eine für gestern, eine für heute, ins Netz zu stellen, für den Fall, dass ja du einfach daran Freude hast. Das ist ja keine Zwangsveranstaltung, sondern wer sich beschenken lassen möchte durch solche Impulse, kann das ja gerne tun. Und das mit mir teilen. Also wir sind eben auch eine kleine Gemeinde, alle, die das schauen. Und mir geht es nochmal darum, diese Form der Anbetung passiert ja auch bei dir zu Hause, sie passiert an deinem Arbeitsplatz. Je nachdem, wo du das hörst, kannst du ja hinterher auch nochmal in die Stille gehen und einfach Gottes Stille auf dich wirken lassen, diesen Frieden, der von Gott kommt, dieses Gehaltensein in Gott. In Johannes 4, Vers 23, 24 lesen wir: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was daran spannend ist, es ist jetzt die Luther-Übersetzung, Geist und besonders der Begriff Wahrheit wurde damals anders verwendet als heute. Für uns ist Wahrheit etwas, was tatsächlich passiert ist. Damals war gemeint, dass man eigentlich wahrhaftig, ernsthaft, wirklich Gott sucht und ihn anbeten möchte. Also, dass man natürlich dann auch seine Wirklichkeit, seine Persönlichkeit, sein Gottsein erkennt, das gehört natürlich dazu. Insofern passt der Begriff Wahrheit schon auch ein bisschen. Also, wahrhaftig, ernsthaft aus der Tiefe deiner Persönlichkeit anbetest. Und das hat mich auch nochmal bewogen, jetzt diese Andacht zu machen und mit dir zu teilen, weil ich eben gerade das so schön finde, in die Ruhe gehen, in die Stille gehen und in Gott ruhen, in Gott sein. Das bezieht sich ganz wunderbar auch darauf, was wir in 5. Mose 6 lesen und der dann auch in Matthäus 19: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und mit allen deinen Kräften. Also ein vierfacher Anker deiner Anbetung bei Gott. Und in 3. Mose 19, bei Matthäus ist das dann zusammengefasst, weil Jesus ja gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Und dann sagt er, ja, dieses Doppelgebot und spricht darüber mit dem Pharisäer, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nicht die gleiche Bibelstelle im Alten Testament. In der Wahrheit anbeten, Gott bitten, diese Beziehung mit dir seinerseits auch zu intensivieren und damit gleichzeitig deine Bereitschaft zeigen, dass du das möchtest. Das ist mir nochmal ein ganz wesentliches Anliegen. Denn dann kann Weihnachten Wirklichkeit werden. Denn dann kann dieses Geschenk gewürdigt werden. Denn eigentlich ist ja Weihnachten erst der Anfang. Das Eigentliche, das Wunderbare ist ja, dass Gott uns unsere Sünde vergibt, dass Jesus alle Schuld von uns nimmt und dass er aufersteht und wir Anteil haben können an der Auferstehung. Deshalb möchte ich mit einem ein klein wenig längeren Text schließen aus 1. Timotheus 2, Vers 2. Also nochmal 1. Timotheus 2, Vers 2. Und dort geht es um das Gebet. Und gerade jetzt, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo auch so viele Verantwortungsträger Entscheidungen zu treffen haben, genau wie wir ja wirklich gerungen haben, können wir Präsenzgottesdienste noch verantworten. Wir haben für uns gesagt, nein, das können wir nicht. Wir können wunderbar querlüften. Ja, das können wir alles. Aber irgendwie, es ist ein merkwürdiges Gefühl. Wir wollen es nicht. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, also Verantwortung haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Und jetzt, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Insofern ist dein Verhalten auch immer auch ein Stück Bekenntnis und Verkündigung. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und an der Stelle darf man sich nicht wundern, dass da der Mensch Jesus Christus steht, weil nämlich Jesus stellvertretend für uns die Schuld auf sich nimmt und damit die Vermittlung nimmt.
der göttliche Anteil ist da nicht so wichtig oder nicht so zentral wie der menschliche. Der Mensch Jesus Christus ist derjenige, der stellvertretend für uns die Schuld auf sich nimmt. Denn jetzt kommt der Schlusssatz. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Dazu musste er in seinem menschlichen Anteil hier gewürdigt werden. Für die ganze Menschheit ist er bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Und dann ist es unser Bekenntnis. Herr, ich habe Fehler gemacht, verzeih mir. Ich habe das gestern noch einmal ganz bewusst gemacht und tue das immer wieder, auch wenn ich den Eindruck habe, na, hast du da klug gehandelt, war das gut, dass ich Gott auch um Vergebung bitte und dass er bitte auch meine manchmal vielleicht unvollkommenen Worte segnet. Einen gesegneten Tag.